kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Fasten. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Ich habe aber noch einen alten Gag, für den habe ich fast einen Tag gebraucht. Hä? War das schon einer? Hä? Naja, fast einen Tag. Ach so, nee. Meiner geht so. Wie nennt man das, wenn Fasten nur einen Tag dauert? Frag mal, weiß nicht. Weiß nicht. Eilfasten. Also statt Heil. Eil. Also nur ein Tag. Verstehst du? Ja, verstehe. Ja. 5 Euro in die Wortspielkasse. Aber starkes Ding. Ich habe aber auch noch einen Dirk, Achtung. Ja, okay, dann lass hören. Sex mit dem Ehepartner ist während der Fastenzeit ja erlaubt. Man soll schließlich nur auf Dinge verzichten, die Spaß machen. Wow, der ist richtig gut. Ja, ja, ist leider so. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Pass auf, ganz kurz. Bücher übers Fasten finden ja jede Menge Abnehmer. Verstehst du? Hammer, der ist es. Ja, komm. Den nehmen wir. Dann schick mal den hoch. Mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden